Ja, eigentlich. Also ich komme aus einer Bibliothek und da ist es ja schon so, dass es ganz oft immer darum geht, Material zur Verfügung zu stellen für die Studierende oder als Hilfestellung. Und da ist es eigentlich viel schlauer, wenn das eben nicht jeder für sich macht, sondern man etwas erarbeitet oder auch nachnutzen kann und sagen, das ist eine super Idee, die kann ich weiterentwickeln. Eine interessante Frage. Ich bin gar nicht darauf gekommen, Material als OER zu teilen. Denn als ich Material geteilt habe, war mir der Begriff OER überhaupt gar nicht bewusst. Es war ein Grundverständnis von Sharing is Caring. Und viele Jahre später bin ich erst mit diesem Begriff OER konfrontiert worden. Ich habe festgestellt, dass ich häufig auch ganz viele Sachen mache, die auch andere gut finden. Und andersrum, ich viele Sachen finde, die andere gemacht haben, die ich gut finde. Und da liegt es nahe, dass man eine Möglichkeit sucht, dass man die teilen kann, ohne dass man ständig nachfragen muss. Und da kamen die Creative Commons Lizenzen mir sehr entgegen und deswegen nutze ich die zum Teilen. Vor 2 Jahren bei der Hamburg Open Online University beworben und ich fand das Open ganz gut in der Hamburg Open Online University und dadurch bin ich erst darauf gekommen, dass dazu natürlich auch Open Educational Resources gehören und dann habe ich angefangen, die Sachen zu teilen, die ich so produziere und die wir machen. Also als Freund freier Software lag mir das nicht fern, mich damit zu beschäftigen. Ich habe schon relativ früh angefangen, mich für Creative Commons zu interessieren und als das zusammenfand mit Lehr-Lernmaterialien bei mir an der Hochschule, war mir das ja eigentlich selbstverständlich, dass ich damit rumprobieren will, rumspielen will. Aktuell im beruflichen Kontext sind es hauptsächlich Anregungen, Anleitungen für Kursleiter im Bewegungs- und Gesundheitsbereich. Das können Prints sein, das können Audio sein, das kann Video sein. Überwiegend unsere Workshop-Materialien, die wir so haben. Also ich komme aus dem Programm der digitalen Qualifizierung an der FU und die Sachen, die wir da für die Workshops benutzen, stehen auch alle unter CC-Lizenz und die teilen wir weiter. Und ich mache das auch mit allen anderen. Also ich habe zum Beispiel noch einen Lehrauftrag und die Sachen teile ich mittlerweile auch dann unter CC-Lizenz. Neben meiner Lehrveranstaltung, Einführung in die Informatik für Berufsschullehrende, habe ich meine Skripte als OER-Material verfasst. Und da habe ich verschiedene Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich auszuprobieren, welche Tools gibt es dafür, wie muss man eigentlich OER-Material bauen, damit andere damit vielleicht was anfangen können. Ich hatte immer den Hintergedanken, wenn diese Studierenden nachher Lehrerinnen und Lehrer werden, dann haben sie erstens was von der Kultur des Teilens mitgenommen und zweitens haben sie vielleicht auch wirklich konkret das Material mitgenommen, dürfen es weiter nutzen. Das heißt, ich baue begleitende Skripte für meine Veranstaltung. Ich teile, also nehme vor allen Dingen Papers und nehme mir da Dinge raus, die ich gut finde, erstelle selber Papers zu Themen, die ich gut finde. Und weil ich ja auch eine Plattform mit meinen Kumpanen zusammen entwickelt habe, wo man OER selber erstellen kann, machen wir natürlich auch ganz viel Unterrichtsmaterial, was wir mit Lehrern in Fortbildung weiter verwenden. Bis jetzt noch nicht ganz so viel, das ist alles noch so ein, wir sollten mal tun, aber da geht es jetzt auch um Informationskompetenz, Materialien. Also einer der besten Orte zum Teilen war häufig die letzte Reihe im Schulbus. Da begann das, glaube ich, schon, dass man Dinge untereinander geteilt hat und hat die Einverständniserklärung gegeben, dass man natürlich die Hausaufgaben des anderen als seine eigenen übermitteln darf. Dann ging das weiter im beruflichen Kontext. Da war das Internet zwar schon da, aber es hieß nicht, dass man es jetzt benutzen sollte. Da war mein Büro ein Teilort bei einer Tasse Tee und heute sind wir nicht auf eine Plattform, also im digitalen Bereich reduziert. Jeder hat ihre Vorteile und wir bespielen fast alles, sowohl als auch von eigenen über die klassischen Commercials. Das eine ist vielleicht mehr aus marketingtechnischen Gründen gut, wie YouTube.
Und Vimeo ist zum Beispiel super, um irgendwie Download und Werbefreiheit zu garantieren. Ich benutze im Moment den Hublog. Das ist keine wirkliche Plattform, aber das ist für uns eine gute Möglichkeit, die Sachen erstmal rauszugeben über Podcampus, über die Lernplattformen, die an den Hochschulen so zur Verfügung stehen und teilweise offen sind. Ich benutze das, was da ist. Ich nutze als Plattform natürlich tutori.de, um Unterrichtsmaterialien zu erstellen. Und ich nutze sonst vor allen Dingen die klassischen Programme, um Texte zu erstellen, auch von größeren Herstellern wie Apple, die man dann als PDFs teilen kann oder Folien oder Slides, die man dann als Dateien einfach austauschen kann. Bis jetzt eher dann nur unsere Inter, also dass wir es über die Homepage zur Verfügung stellen und dann die entsprechenden Lizenzen bis jetzt nur haben. Also da gibt es noch Arbeit. Zusammen mit Kollegen haben wir, ich würde es nicht Plattform nennen, ich würde es vielleicht eine Toolchain nennen oder einen Technik-Stack entwickelt, der auf freier Software basiert. Das heißt, angefangen von Markdown notieren wir alles, was wir so an OER-Material machen, in Markdown und benutzen Static Site Generators, also sowas wie Jekyll oder Gitbook oder Hugo, um diese Markdown-Dateien zu konvertieren in verschiedene Endformate, also in HTML-Seiten zum Beispiel oder auch in PDF-Dokumente oder ja, das ist hauptsächlich, was wir daraus machen. Und das Ganze auf der Basis von GitLab, einer hochschuleigenen Instanz, die wir installiert haben, hinter die wir verschiedene Docker-Container geklemmt haben, sodass wir eigentlich eine Veröffentlichungsmaschine haben, die vom Markdown-File bis zur HTML-Seite eigentlich alles serverseitig macht. Und dabei sind alle Dateien, weil es eben Markdown ist, quasi wie Source Code vorliegend. Man kann das forken und weiterverwenden, so wie David Wiley sich das wünscht. Ja, ich bin ja ein Spielkind eigentlich. Ich will wissen, wie das funktioniert. Also ich will herausfinden, wie diese 5R von David Wiley wirklich konsequent durchdekliniert werden können. Also was muss man machen, damit OER auch technisch funktioniert? Yay! Und ich möchte eigentlich in meiner Lehrveranstaltung ein Vorbild sein und den Lehrenden, also den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern, die da sitzen, einfach auch ein Beispiel geben für, wie man Lehr-Lernmaterialien technisch, aber auch so vom Ansatz des Teilens her produzieren kann. Da muss ich das natürlich vormachen und es gelingt mir mittlerweile auch, sie da zu involvieren. So, das läuft noch nicht so richtig gut, aber ich versuche das. Das heißt, ich will, dass sie auch an dem Lehr-Lernmaterial, was sie vielleicht nicht gut finden oder wo sie was zu ergänzen haben, mitarbeiten können. Und so, das sind so die Hauptintentionen, glaube ich. Es bringt mir, also der Hauptmotivator war für mich eigentlich, dass ich nicht jedes Mal das Rad neu erfinden wollte und dann irgendwann auf den Trichter gekommen bin. Wenn ich keinen Bock habe, ständig alles neu zu machen, haben das andere Leute auch nicht. Und wenn ich deren Material nutze, dann sollte ich denen auch was zurückgeben. Und darum mache ich das. Ich denke, es ist zum einen erstmal eine Arbeitserleichterung, wenn man bestimmt zum Beispiel ein Skript oder sowas wieder verwenden kann, wenn man irgendwelche Präsentationen hat mit schönen Grafiken, die man verwenden kann. Und ich nutze es vor allem deswegen, weil ich denke, Wissen ist was sich beim Teilen nicht halbiert, sondern verdoppelt. Und das ist halt immer gut für alle und für unsere Gesellschaft. Das ist, glaube ich, tatsächlich reine Serviceorientierung, dass man, ich selber habe da ja erstmal nichts vor, sondern ich mache das einfach für andere einfacher und hoffe, dass ich auch selber Sachen bekomme, die ich dann einfach weiter verarbeiten kann. Über das Warum habe ich mir sehr selten Gedanken gemacht. Auch heute noch frage ich mich eher andersrum, was sollte mich davon abhalten, es anders zu tun? Ja, Punkt.